Gerd Schröder hat eine sehr gute Politik gemacht, ja. Und Herr Lafontaine, da bin ich wirklich anderer Meinung. Wenn es der Wirtschaft, große Steuererleichterung für die Wirtschaft. Herr Lafontaine, wenn es der Wirtschaft gut geht, ja, dann geht es auch den Menschen gut. Wir hören heute, dass leider die Menschen. Ist die Wirklichkeit jetzt anders. Das ist aber die Wirklichkeit. Wenn man heute in Griechenland in die Apotheke geht, kriegt man nichts mehr. Der Apotheker sagt nur noch gegen Barkasse, weil ich kriege von den Krankenkassen das Geld nicht. Wir haben in der Welt, vor allen Dingen in Europa, teilweise ganz schlimme, sozial schlimme Verhältnisse. Und die deutsche Politik, und das können Sie nicht bestreiten, Herr Lafontaine, hat in den letzten Jahren, egal ob es jetzt Kanzlerin Merkel war oder Große Koalition, aber auch schon Schröder mit der Agenda 10, eine Politik gemacht, die dazu geführt hat, dass es uns Deutschen heute im Vergleich, im Weltmaßstab, sehr, sehr gut geht. Und wir haben im letzten Jahr wieder die Neuverschuldung um rund 30 Milliarden gesenkt. Wir haben die Arbeitslosigkeit abgebaut. Und bei uns können Menschen noch also in die Apotheke. Das Ergebnis sagt, Herr Rossmann, Sekunde, Herr Lafontaine ist gleich wieder dran. Dass all diese, da muss ich ja was zu sagen. Sie sind gleich wieder dran. Ich wusste, dass das eine spannende Sendung wird heute. Im Ergebnis sagt Rossmann, das ist alles gut. Nein, das für ist Deutschland. Und hier kann weil man es ja gerade nachweisen, dass es nicht gut war. Ich will Ihnen. Unterbrechen Sie mich doch einmal nicht. Also wir machen diesen Fall, weil das ein Lehrbuchfall ist. Er setzt Gerhard Schröder als Kanzlerkandidat durch. Das war damals die Zeit, erinnern wir uns, da hätte jeder antreten können. Auch Oskar Lafontaine, wenn er Kanzlerkandidat geworden wäre, wäre Kanzler geworden, ganz klar. Die Stimmung war gegen Kohl eindeutig. Und ich muss jetzt ganz vorsichtig sein, weil Gerhard Schröder ja gute Anwälte hat. Ich sage einfach, in zeitlicher Abfolge passiert dann etwas in der Kanzlerschaft von Gerhard Schröder, dass wir einen Schub der Privatisierung der Altersvorsorge haben, wie wir es nie zuvor hatten. Ich sage nur das Stichwort Riester-Rente. Und Maschmeyer sagt auch, ist veröffentlicht, hier ist eine riesige Ölquelle, wir müssen sie nur noch anbohren. Und er kann seine AWD-Leute mit dem Produkt Riester-Rente losschicken, die auch gleich noch den ganzen anderen Schrott mitverkaufen. Und Maschmeyer steht, sein AWD steht auf der Warnliste der Stiftung Warentest. Und in dieser Zeit tritt der Kanzler der Bundesrepublik Deutschland hier in einem Berliner Hotel vor mehreren tausend AWD-Vertretern auf und singt das hohe Lied auf den AWD. Wenn das nicht, und wenn man weiß, wie viel zigtausend Menschen ihr Geld beim AWD verloren haben. Wenn man weiß, wie viel von den Staatsmilliarden, die in Riester reingelaufen sind, als Provision bei den Versicherungen hängen geblieben sind, dann muss ich sagen, habe ich viel Verständnis für das, was Oskar Lafontaine hier gesagt hat. Wie gefährlich ist, Sie sind